Hallo Leute, hier aus Mexiko bzw. aus Puerto Escondido. Und für einmal will ich auch mal euch zeigen, dass ich nicht nur im Müll rumlaufe und im Regen. Es geht also auch so richtig schön hier. Sieht zumindest bis jetzt vielversprechend aus. Wir gehen an den Strand. Mal schauen, was er so bieten hat. Jedenfalls geht es ziemlich weit runter hier. Mal schauen. So, und wieder aus Puerto Escondido. Den Strand zeige ich euch nicht. Könnt ihr selbst mal gucken. Krasse Wellen hier. Ist ja Surferparadies. Logischerweise kann ich nicht surfen. War am Strand da. Also ehrlich gesagt, war ziemlich klein jetzt hier. Der Punta hat den großen Strand, ist auf jeden Fall sehenswert. Da war ich gestern kurz abends. Aber die Idee hier, es war so eine kleine Bucht, eigentlich schön. Problem war komplett überfüllt mit Leuten. Und wurde noch gestuhlt bis unten. Und nach 10 Minuten kam so ein Typ. Er sagt mir, ich muss mindestens 150 Pesos konsumieren. Das sind knapp 7, 8 Euro. Und das musste dann irgendwie nicht sein. Also wenn du am Strand, also war wirklich überfüllt, waren zu viele Leute da. Zu wenig Platz, zu wenig Strand für zu viele Leute. Und die freien Plätze waren dann sozusagen die Stühle. Und da musste man aber für 7, 8 Euro konsumieren. Und das ist in Mexiko ziemlich viel. Ja, keine Ahnung, ey. War dann da gute 15, 20 Minuten. Und gehe jetzt auch wieder. Was dazu kommt, ist, wenn man alleine hier unterwegs ist, natürlich, ich bin jetzt gerade heute in einem eher ruhigen Hostel, das mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut gefällt, nicht so sozial. Dann lernt man sich ja niemanden kennen hier und dann alleine am Strand ist natürlich immer das Problem, dass man auch nicht wirklich ins Wasser gehen kann, ohne die ganze Zeit sich zu stressen, dass da irgendwas gestohlen werden könnte. Und von daher, ja, mein Strandtag war so halb gut, habe aber sehr lecker gegessen vorher und Fußball geguckt. Und an der Straße war so ein Fernseher, gab es Fußball, Deutschland gewinnt 5-2, alles gut. Und natürlich nur Bayern-Spieler. Aber ich zeige euch noch kurz, so sieht es aus hier. Das war Mexiko, ne? Puerto Escondido. Auf jeden Fall ganz hübsch. Ich finde es ziemlich touristisch bis jetzt. Vor allem der Punta, viele Bars und so weiter. Ist jetzt nicht. Ja, unschreiblich. Ich finde Mexiko ganz okay bis jetzt. Mich catcht das jetzt aber nicht wahnsinnig. Ist alles irgendwie ganz schön. Aber ich war jetzt zuvor in Oaxaca. Ist alles so schwierige Namen. Speziell, wenn man es liest und aussprechen soll. Und da wurde mir halt vom Hostel auch gesagt, man soll eine Straße nicht verlassen. Und abends um 1 Uhr aus der Disco raus, aus der Disco, aus dem Club. Mit einer Engländerin kurz gesprochen, die mir auch, die schon 2 Monate in der Stadt war, Oaxaca, und sagt mir, ja, ich soll besprechen, dass ich diese Straße nicht verlassen würde. Ja, ist halt alles so halb super. Das war aber wirklich nur in Oaxaca so. Die hatten da einige Raubüberfälle in letzter Zeit, soweit ich gehört habe, auch mit Schusswaffe und so weiter. Hier ist wirklich ruhig, sieht man auch hier. Es ist wirklich ruhig hier, es ist sauheiß, sieht man vielleicht auch an mir. Das Wetter ist wieder mal so halb gut. Es ist ein Zyklon irgendwo in der Nähe, deswegen wieder mal etwas bewölkt. Ist aber ganz okay, weil ich wechsle hier heute das Hostel. Ist aber gerade mal 200-300 Meter entfernt. Ist aber auch ein Teil der Reise, die halt irgendwie niemand so richtig erzählt. Man ist immer unterwegs, man wechselt mal schnell die Räume. Muss aber sagen, ich bin jetzt das erste Mal so richtig angekommen gestern. Habe so realisiert, dass ich eigentlich wirklich viel Zeit habe. Habe so normale Dinge, ich war ein Friseur, ne, für knapp 5 Euro. Habe Wäsche gemacht für knapp 10 Euro, nee, 5 Euro, nee, 2 Euro, was waren 2 Euro. Von daher
das einfach so das normale Leben, fühlt man sich gleich mehr angekommen hier. So, jetzt endlich mal auch, man sieht hier, ich bin am Pool. Ich kann es mir also auch mal gut gehen lassen hier in Mexiko. Ist jetzt der letzte Tag, ist das nicht der letzte Tag in Mexiko, ist hier ein Hostel, ist eher mehr eine Villa, ist glaube ich 12 Euro pro Nacht oder sowas und echt fantastisch, super sauber, ihr seht hier Pool, Umgebung mit Bar und so weiter, ist richtig entspannt und ist das perfekte Hostel für die letzten 2-3 Tage jetzt. Das Hostel zuvor war Tower Bridge hieß es, das wurde mir empfohlen von so vielen Leuten und ich ging dahin, weil einige andere Leute, die ich kennengelernt habe in anderen Hostels, waren auch da. Und deswegen hatten wir eine Menge Spaß. Das war cool. Aber ohne Scheiß, wenn die nicht da gewesen wären, wäre das echt kein gutes Hostel gewesen. Der Staff war richtig scheiße. Die haben sich null interessiert für nichts. Und ja, das war etwas schade. Komischer Vibe irgendwie, haben die vermittelt. Auch ziemlich dreckig. Deswegen, also ich kann es eigentlich nicht weiterempfehlen, ehrlich gesagt. Und wir waren uns eigentlich nicht alle. Wirklich alle waren so, komischer Vibe, was war denn das? Aber da wir eine Gruppe waren von plus minus 8 Leuten, ging das natürlich. Viel Karten gespielt und so weiter. Und jetzt ist, wie gesagt, ich bin hier in Villa Bonobo, heißt es. Ist etwas außerhalb von La Punta, 15 Minuten zu Fuß. Brauchst aber ein Collectivo oder ein Taxi. Collectivo ist besser, um in die Stadt zu kommen. Dauert ungefähr 10-15 Minuten mit dem Auto, vielleicht 15-20 Minuten eher. Und sonst ist das wirklich sehr zu empfehlen hier. Also wenn ihr mal hier in Puerto Escondido seid und nicht wisst wohin, Villa Bonobo, absolut empfehlenswert. Ja, für mich ist jetzt langsam Ende hier. Morgen geht der Flug nach Mexico City. Ich habe jetzt einen gebucht. Mittags bin ich da, nachmittags irgendwann habe ein Hotel da. Einen Tag entspannen. Und dann geht es am Freitag morgen, glaube ich, nach Guatemala. Nehme ich direkt einen Bus und gehe von da nach Antigua. Und dann wäre der Plan, da einen Monat Spanisch zu lernen. Heißt, mal gucken, ob ich da noch Videos mache. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Was übrigens auch der Grund war, was ich letzten 2 Wochen nicht viel gemacht habe. Weil wir waren ehrlich gesagt, wir waren halt nur hier und haben jetzt nicht wahnsinnig viel angeguckt. Wir waren am Strand und ehrlich gesagt, gestern haben wir eine coole Tour gemacht, am Meer entlang. War so ein Steinweg, relativ lange, bis von einem Strand zum anderen. Das war ziemlich cool. Da hätte ich die Kamera dabei gehabt, hätte ich es aufgenommen. Habe ich natürlich nicht dabei gehabt. Und wir haben ansonsten nicht so viel gesehen. Deswegen, Puerto Escondido kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr es haben wollt, dann macht es. Und ansonsten, ja, es ist halt ein kleines Städtchen, das sehr sicher ist und auch ziemlich cool. Die Stadt ist überhaupt nicht touristisch, das ist witzig. Und wie schon erwähnt, La Punta ist halt ziemlich touristisch. Deswegen, ja, wenn ihr surfen wollt, auf jeden Fall geht irgendwo nach La Punta, weil da seid ihr direkt am Meer und ja, bietet sich an. So, von daher würde ich mal sagen, da hinten seht ihr noch zwei Leute hier vom Hostel. Die freuen sich jetzt hier auf dem Video zu sein. Vielleicht. Ich verabschiede mich hier mal von Puerto Escondido und melde mich dann wieder aus Guatemala. Und ja, freue mich, wie gesagt, wenn ihr dran bleibt und Like hinterlässt oder was auch immer, was ihr wollt. Macht, was ihr nicht lassen könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.